wenn ihr nichts heute lernt, sobald das Nummernschild geklaut ist, Anzeige erstatten. Ja? Nun habe ich mir überlegt, wie kannst du durch Eis, also wie komme ich zur Polizei? Ohne Nummernschild darf man nicht fahren. Haben wir angerufen bei der Polizei und sagt er zu mir, kommen Sie mal her, die sind alle im Einsatz, da findet sie sowieso keiner. Hat er gesagt, der Polizist. Und dann bin ich also mit dem Fiat zur Polizeiwache und haben wir Anzeige erstattet. Und dann hat der gesagt, fahren Sie in eine Prignitz, da guckt auch keiner. Und ich kann euch sagen, wir sind von Eisleben bis nach Marienfließ gefahren, ohne Nummernschild und keiner hat uns irgendwie angeguckt. Also ich weiß auch nicht, also das ist ganz, ich dachte mal, man braucht was. Aber kaum waren wir da, ruft die Polizei aus Kassel an. Sind Sie Herr Kautz? Ja. Sie sind wegen Fahrerflucht angezeigt. In Kassel gab es einen Unfall mit einem Alfa Romeo und der gehört Ihnen, Ihre Nummernschilder waren da dran. Und da hatten die, ich war ja noch nicht lange hier, hatte Belz ja Nummernschilder dran und da haben die in der Polizei in Belz angerufen und haben die gesagt, na, der ist schon lange nicht mehr hier, der ist da und da. Also die kannten mich natürlich auch da in Belz in die Polizei. Und dann hat er mich ermittelt. Und da hat einer meine Nummernschilder in Hälfte geklaut, hat die an das Auto rangebaut und hat irgendeine Straftat begangen und hat das Ding gesehen. Und wisst ihr, ein paar Tage später ruft mich die Polizei wieder an und sagt, dann habe ich gesagt, ich habe eine Anzeige erstattet. Ja, das ist immer wichtig, deswegen, weil das geht ganz schnell, sobald die geklaut sind, Anzeige erstatten. Ja, ganz wichtig. Und ein paar Tage später rufen die mich wieder an und sagen, holen Sie Ihren Alfa Romeo hier mal weg. Das kostet pro Tag so und so viel, wenn er bei uns. Ich sage, wie sieht er denn aus? Ist er gut? Also, wenn er mal ein neues Auto braucht, einfach Nummernschild wechseln und ranmachen, dann ist es gut. Also, nein, also, das dürft ihr jetzt nicht so, das nicht merken, ja? Merken, Anzeige erstatten. Aber, jetzt ist die Frage, wofür kann man da dankbar sein? Und zuallererst, wenn man jetzt mal nachdenkt, ja, seid dankbar für alles zu aller Zeit durch den Herrn Jesus Christus. Durch das Kreuz. Und da kann man doch jetzt sagen, also erstmal bin ich dankbar, dass sie nur das Nummernschild geklaut haben und nicht mein Auto. Da kann man doch wohl dankbar sein für. Dann kann man dafür dankbar sein, dass mir das Nummernschild geklaut wurde und nicht ich das Nummernschild geklaut habe. Stellt euch doch das mal vor. Also ich möchte sagen, klauen macht Spaß. Also ich bin nur erwischt worden, deswegen habe ich mir das nicht angewöhnt. Aber kann ich nicht dafür dankbar sein, dass ich nicht in so einer Lebenssituation bin, dass ich Nummernschilder klauen muss, sondern dass mein Nummernschild geklaut wird und nicht ich das Nummernschild klaue. Und dann, Leute, bin ich total dankbar dafür, für mein neues Nummernschild. Da steht nämlich, ich habe das nämlich dann umgetauscht und habe mir ein Prignitzer Nummernschild geholt und da steht mit einmal Pray, betet 60 Minuten die Stunde lang. Deswegen kann man doch wohl dankbar sein. Deshalb, ihr Lieben, seid dankbar für alles zu aller Zeit. Amen.